Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Runde Boxt. Wieder einmal stark verfrüht, was daran liegt, dass ich jetzt 2 Wochen Urlaub habe, jetzt am 31. wieder zur Arbeit gehe, in der Sneak bin an dem Abend, da bekomme ich es nicht unter und ich weiß auch nicht, wie die restliche Woche verläuft. Das heißt, ich habe die Wahl, das jetzt zu machen oder eben irgendwann unbestimmt nächste Woche. Und wie ihr seht, habe ich mich für jetzt entschieden. Und ich konnte diese Folge Boxt überhaupt nicht abwarten. Einfach aus dem simplen Grund. Im letzten Video habe ich ja geklagt, dass ich mir gerade kurz vor der Aufzeichnung den Fuß gestoßen hatte. Es stellte sich halt raus, dass es ein gebrochener Zeh ist. Und der braucht 3 bis 4 Wochen zum Heilen. Und ich wusste, wenn ich wieder Boxt mache, geht es mir wieder gut. Naja, ein bisschen empfindlich ist der Zeh noch, aber grundsätzlich bin ich wieder beisammen an der Stelle, trage den Schutzschuh nicht mehr. Und nach diesem viel zu langen Intro schauen wir auch mal auf das, was es in diesem Monat auf der Letterboxd-Liste gibt. Im letzten Monat hatten wir am 28. abgeschlossen mit Ant-Man und Ant-Man 3 und da ist auch seitdem nichts mehr nachgekommen. Das heißt, wenn wir jetzt beginnen mit dem 3. Juli, das ist Sneak Preview, Last Sentinel und im Deutschen, wie heißt der im Deutschen, ich habe schon Last Contact oder so. Dieser Film über eine Bohrinsel, die in einer apokalyptischen Welt da mitten im Meer liegt. Die sind isoliert, warten auf Nachschub, der nicht kommt und dann werden die Spannungen und mysteriöse Ereignisse. Es ist ein günstig produzierter Endzeitfilm mit einer spannenden Grundidee, aber über die Lauflänge, die er hat, trägt er sich irgendwie nicht und ist ein bisschen fade. Und ich habe jetzt, wo er auch regulär rausgekommen ist, auch nicht den Eindruck, dass der allzu hohe Wellen schlägt. Und ja, lassen wir ihn mal. Wünschen wir ihm mal Erfolg, aber keine Ahnung, wo das weitergeht. Am 4. The Batman, das ist wieder der Fall, den Film mussten wir über mehrere Tage schauen. Ich war von dem Batman letztes Jahr sehr angetan und wollte, dass Uli ihn unbedingt auch mal schaut, in der Hoffnung, weil sie gerne gute Thriller schaut, dass sie hier auch einen gewissen Reiz entnimmt. War leider nicht so, wie gesagt, wir mussten ihn in 2 Teilen gucken und als wir dann, ich weiß nicht, 2, 3 Tage Pause dazwischen hatten, ist Uli so nicht mehr richtig in die Handlung reingekommen. Sie fand Robert Pattinson als Batman gar nicht mal so schlecht, aber ansonsten hat der Film sie ziemlich kalt gelassen. Sei es drum, macht ja Spaß, sowas mal auszuprobieren, aber kann dann halt auch ereignisfrei bleiben. 2 Tage später, Mission Impossible, das war die Community Preview oder das Special Screening von Dominic Porsche und ich schlag 3 Kreuze, dass ich da reingekommen bin, weil ich kein Ticket gewonnen habe und echt geschwitzt habe. Und ich hatte zum Glück einen lieben Kumpel, der ein Ticket übrig hatte und mich mitgenommen hat. Und dadurch konnte ich den Film an dem Abend gucken und die Euphorie, die über den Film rumgeschwappt ist, habe ich halt nicht teilen können. Ich kann es schwer erklären, aber es war halt so und ja, lassen wir es, wie es ist. Ich gönne dem Film den Erfolg, den er hat und respektiere ihn als den Hit, der er ist, aber ich kann die Begeisterung nicht weiterteilen. Am nächsten Tag, ja, das war der Freitag, da gab es auf einmal für 99 Cent Magic Mike 3 bei Amazon. Das war ja der Fall im Februar oder März, so an der Kante, wo ich eine Einladung zu dem Special Event von Dominic Porsche hatte und dann 2 Tage vorher meine Frau Corona bekam und ich dann, auch wenn ich in dem Moment negativ war und es ja sogar bis zum Ende geblieben bin, ich beschloss dann da nicht hinzugehen aus Sicherheitsgründen und dadurch hatte ich ihn da verpasst und so habe ich ihn nachgeholt, um festzustellen, dass ich nichts verpasst habe. So dieser Film, ja, ich habe die anderen auch schon gar nicht mehr im Kopf und ich hatte nur diese eine Aussage, die ich mal vernommen habe im Kopf, beim Tanz am Anfang werden Unterleiber aneinander gerieben und es ist unangenehm und das unterstreicht eigentlich mein Erleben dieses Films. Dann am 8. Disturbing Behavior, da kann ich schon mal spoilern. Ich werde in der Halloween-Phase an einem Special auf einem anderen Kanal teilnehmen. Ich sage nicht wo und ich sage nicht in welchem Rahmen, aber da sollte ich über einen Horrorfilm sprechen. Und weil ich überall schon über Faculty gequatscht habe, habe ich mir halt den hier rausgebuddelt. Der ist aus dem Jahr 1998 mit James Marsden und Katie Holmes in der Hauptrolle. James Marsden spielt einen Jungen, der in eine neue Stadt zieht wegen dem Suizid seines Bruders. Und ja, man kann den Inhalt eigentlich nur wiedergeben, wenn man ihn spoilert. An der Schule wird ein komisches Experiment an den Schülern durchgeführt, die daraufhin kreuzbrav und stur und emotionslos und nur auf Leistung optimiert sind. Allerdings neigen die dann auch schon mal den einen oder anderen Mord zu begehen und der Film ist so komplett aus der Zeit gefallen. Der ist nicht mehr spannend. Warum der ab 18 ist, kannst du mir nicht erklären. Und ich hatte Spaß, ihn nochmal zu gucken. Und ich wollte ihn unbedingt mit Uli schauen, weil es ja schon um Bildung und Erziehung geht und das Ganze dann hier so überzogen. Aber bei dem Film gibt es die Hintergrundgeschichte, dass es der eigentlich mal 115 Minuten lang war und sowohl die Schüler wie auch die handelnden Erwachsenen behandelt hat. Und das hat man dann komplett umgeworfen und nur sich auf die Schüler konzentriert. Deswegen hat man hier einen Film, der gerade mal 80 Minuten lang ist. Da ist also viel auf dem Boden des Schneidezimmers geblieben und das hätte den Film sicherlich noch ein wenig aufgewertet. Aber sei es drum.
Dann, 2 Tage später, Montag, Sneak Preview, Kandahar. Da ist bislang keine Review von mir erschienen. Das ist das Problem. Ich bin ja jetzt immer ein bisschen vorsichtiger. Und der Film ist ja jetzt auch locker 5, 6 Wochen vor deutschem Start. Also der kommt Mitte August ins Kino, hier in der Sneak gelaufen. Und solange ich keine andere Online-Review dazu finde, also jetzt irgendwie auf Filmstarts oder sonstiges, schmeiße ich meine Review dazu nicht raus. Deswegen, außer dass ich ihn gesehen habe, lassen wir es mal dabei. Und das war ja die ganze Woche, das war quasi die letzte Arbeitswoche. Und hier zieht sich eben auch wieder das Problem durch. Die Kleine schläft extrem schlecht, extrem spät. Das heißt, man kommt abends nicht mal mehr dazu, einen Film zu gucken. Und ich war jetzt hier auch durch den Fuß nicht so mobil. Und in der Woche wäre Mission Impossible natürlich der Start oder der große Film gewesen, der aber wiederum, ja, den ich ja schon in der Woche vorher erledigt habe. Deswegen in der ganzen Woche, ich bin einfach nicht dazu gekommen, hier in Ruhe mal einen Film zu schauen. Ich habe auch an den Abenden, wenn ich, glaube ich, so Zeit hatte, auch eher gearbeitet oder ich war so völlig daneben. Also deswegen, ich habe eine volle Woche keinen richtigen Film gesehen. Und dann am 17., erster Urlaubstag morgens, PV von Barbie. Die ganze Diskussion rund um Barbie, Oppenheimer und so weiter, fangen wir jetzt hier gar nicht an. Ich hatte es war ein erster Urlaubstag, es war ein wunderschöner Morgen, waren viele Bekannte da und war eine richtig schöne PV und ganz trivial, aber die Bude war richtig voll und die Frau vom Pressevertrieb steckte, bevor der Film losging, nochmal kurz den Kopf rein und rief: Viel Spaß und schön, dass es hier so voll ist. Irgendwie fand ich das toll. Dann am Abend in der Sneak Preview: Falling for Figaro, verrückt nach Figaro. Ja, verrückt, den Film überhaupt anzuschauen. Also eine Fondsmanagerin, die beschließt, jetzt werde ich Opernsängerin, die geht dann in irgendein britisches Kaff, lässt sich da ausbilden, gerät da mit einem anderen aneinander. Also das ist genau das Material, weswegen Leute Sneak Previews meiden. Dann am 18., der Dienstag, zweiter Urlaubstag und morgens die PV von Oppenheimer. Und das hat mich extrem aufgeregt und ich will da jetzt keinem an den Karren pinkeln. Aber ich hatte vor ein paar Monaten für den Kollegen von 60 Sekunden Kino einen Beitrag gemacht. Da hatte er etliche Leute gefragt: Wie seht ihr das? Was guckt ihr zuerst, Barbie oder Oppenheimer und warum? Und an dem Abend des 18., da war noch Embargo auf dem Film drauf, der durfte erst ab dem 19. besprochen werden. An dem Abend des 18. Kam dann das Video von 60 Sekunden Kino raus und in dem Video war ich ja, oder als das Video rauskam, war ich ja in der Situation, dass ich beide Filme schon gesehen hatte. Und in dem Video kamen sie dann alle an: Ja, es kann ja nichts weiter als das nächste Christopher Nolan Meisterwerk sein und Barbie, ach, Spielzeugfilm und so weiter. Und genau das, da ist so eine gewisse Blasiertheit darin, Christopher Nolan über den grünen Klee zu loben. Und genau das ist der Punkt, warum ich Christopher Nolan ungern bespreche und die Diskussion jetzt auch gerade hier Barbenheimer und so weiter so unproduktiv finde und unerfreulich, weil da so eine gewisse Arroganz mit drin ist. Mir hat Oppenheimer nichts gegeben. Ich habe jetzt, nachdem ich ihn gesehen habe und jetzt, nachdem zahlreiche Leute ihn gesehen haben, schon viel dazu vernommen und auch verstanden, was der Film eigentlich vorhat. Aber mich hat er halt so nicht begeistert und auch, gebe ich offen zu, als historisch ungebildeter Mensch schlichtweg überfordert. Dann steht da für den 19. Scream 6 drin. Das ist allerdings der 18. Da hat Henning mich abends hier besucht und wir haben den Film noch nachgeholt, weil ich hatte ihn damals in der PV gesehen. Henning hatte ihn noch gar nicht gesehen. Und ja, wir hatten Lust, den noch zusammen zu gucken, weil wir alle vorherigen zusammen gesehen haben. Oder nahezu alle. Vier nicht. Vier nicht. Ja, vier nicht. Jedenfalls war ein wunderschöner Abend. Henning kam komplett ungespoilert an den Film ran. Ich hatte den Film halt in der PV und damit auch die Identität des Täters parat. Aber ich fand es halt interessant, wie er überlegte und ah, was ist da wohl und so weiter. Das war jetzt kein Mega-Filmereignis oder so, aber am Ende des Abends guckte er an und sagte: Jo, hat Spaß gemacht. Ne? Also das war toll. So, und dann am 19. Gang in die Bücherei und da lagen dann eben zwei Filme rum, die ich beide noch auf meiner Liste hatte. Das eine war Caveman. Bei Caveman ist es so: Der hatte seine ersten Trailer und dann ist er Corona-bedingt ein ganzes Jahr aufgeschoben worden. Das heißt, ich kannte den Trailer so lange und hatte dadurch irgendwie ein bisschen Lust drauf und hatte dann ganz miese Kritik gehört. Ich weiß nicht, ob die Null, die hier eingetragen sind, meine Wertung sein sollen, weil das stimmt dann nicht. Da müsste dann schon ein Punkt vielleicht noch hin, so ein Verirrter. Aber so Beziehungsklischees bis an den Exzess und nee, also hat mir ja gar nichts gegeben. Und am selben Abend konnte ich dann endlich Plane nachholen. Auf den hatte ich riesen Bock. Hätte ich in der Sneak Preview damals erwartet. Da gab es ihn nicht. Und
Ja, ich habe mich hier abends dann in Ruhe hingesetzt, konnte mir den reinziehen in Ruhe und hatte richtig Spaß an dem Film. Ich fand es auch ungewöhnlich für einen Gerard Butler-Film, wie der verläuft. Also der Film stellt das so dar, dass Gerard Butler da sich die Wumme umschnallt, um da entführte Flugzeugpassagiere freizukloppen. Und das passiert eigentlich erst so im letzten Drittel. Und vorher geht es dann mehr darum, wie er versucht, die ganze Krisensituation zu managen. Und alles in allem, ich fand das Ding richtig zufriedenstellend. Nicht so zufriedenstellend. 2 Tage später, Barbie Princess Adventure, das ist halt der Effekt. Meine Tochter, wenn sie einen Film schauen möchte, guckt sie gerne diese Barbie-Filme, diese Animationsfilme, die größtenteils auf Netflix sind. Die sind meistens so 60, 70 Minuten lang. Heile Welt, alles fein, alles toll. Ja, und so auch diesen hier haben wir dann gemacht. Und ja, Barbie ist sowieso im Moment ein großes Thema. Und solange das Kind zufrieden ist, bin ich auch. Ja, 2 Tage später kam dann auch nochmal so eine Diskussion über, lass uns doch einen Film schauen und so weiter. Und das war das erste Mal, dass meine Frau, meine Tochter und ich uns zu dritt vor den Fernseher gesetzt haben. Und ich habe gesagt, Toy Story. Den hatte ich seit 95 nicht mehr gesehen und hatte im Kopf, der ist nicht so gruselig. Da hatte ich ihn halt falsch im Kopf, weil es geht ja letztlich darum, die Spielzeuge landen da bei dem bösen Nachbarskind, das die Dinge auch foltert. Und ich glaube, der Film hat meine Tochter da das ein oder andere Mal ans Limit gebracht. Aber es war trotzdem interessant. Ich sehe trotzdem im Moment nicht vor mir, dass wir weitere Teile aus der Reihe schauen. Am Abend dann Ticket ins Paradies. Den hatte ich letztes Jahr im Kino gesehen, hatte ihn halt auch in der Bücherei gefunden. Also, es war ein Gang in die Bücherei. Da war dann Caveman Plane und Ticket ins Paradies. Und ich meinte so, Uli, das ist so ein trivialer, harmloser, lieber, netter, den kann man gucken. Ja, und dann habe ich ihn abends mit Uli geschaut, als solches, als Romcom so zum Weggucken. Ist er völlig in Ordnung. Ich muss aber sagen, ich hatte damals, ich mochte ihn, als ich ihn im Kino gesehen habe. Jetzt, als ich ihn noch mit Uli sah, kam er mir so endlos trivial vor. Ein Tag später, Sneak Preview und es lief Talk to Me. Und das war für mich keine Neuigkeit, oder kein neuer Film. Ich hatte ihn ja schon im März oder im April, wann es war, auf dem Fantasy Filmfest gesehen. Und seit damals gibt es auch schon eine Review von mir. Das heißt, deswegen ist in dieser Woche an der Stelle kein Video erschienen. Die alte Review, die ist sowieso nie groß geklickt worden. Und um den Film wird ein ziemlicher Hype gemacht, den ich verstehen kann, den ich aber nicht teilen kann. Es ist ein kreativer, origineller Film, aber diese überschwängliche Begeisterung, die kann ich hier jetzt auch beim zweiten Anschauen nicht ganz teilen. Am 27. Retribution, da kann ich noch nichts zu sagen, weil da noch ein dickes Embargo drauf ist. Ich sage so viel, das ist das US-Remake von Steig nicht aus mit Wotan Wilke Möhring. Da gibt es auch eine Review von und der kommt irgendwann Mitte September raus. Hier war jetzt halt die PV und ja, wie gesagt, dickes Embargo noch drauf, darum muss ich über alles Weitere schweigen. Und abends habe ich zum Glück noch Karten für Dominic Portions Preview von Turtles bekommen. Die PV war 2 Tage vorher, da hatte ich keine Einladung zu, wäre ich gerne hingegangen, aber so hatte ich hier halt noch die Möglichkeit, den zu schauen. War auch wieder ein schönes Event mit netter Gesellschaft und Knossi vor Ort. Ja, und den Film, den habe ich richtig gern gehabt. Also das war eine wunderschöne Neuauslegung dieses Turtle-Themas und ja, ich kann jetzt gar nichts anderes sagen, außer hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, und dann habe ich mir jetzt aus jetziger Sicht gestern Abend den Abend ganz schön verdorben und das Kind sind früh im Bett und ich sage mir so, jetzt guckst du dir den Film an und die Outlaws, den hatte ich zwar mitbekommen, dass er rauskommt, aber ich habe ihm jetzt keine Review gewidmet und hatte dann gestern die Situation, komm, jetzt nicht lange rumblättern, jetzt nimmst du den. Hatte den auf der Netflix-Liste, in dem Moment stand er auf Nummer 9 gesehen, gesagt, komm, hatte auch gute Sachen gehört und Pierce Brosnan ist sowieso nicht verkehrt und es war einer der schlimmsten Filme, die ich je gesehen habe und einer der geschmacklosesten. Geht ja um einen jungen Mann, der heiratet, dann tauchen die Schwiegereltern auf, das sind Pierce Brosnan und Ellen Barkin. Die Bank, in der er arbeitet, wird überfallen und er hat den Verdacht, dass das seine Schwiegereltern waren. Das Problem ist, das ist eine Happy Madison-Produktion, das heißt, der Humor ist Gaga. Gleichzeitig ist das Ding aber direkt in den ersten paar Minuten mit einem blutigen Kopfschuss zugegen. Und wie heißt der? David Divine in der Hauptrolle, der spielt sowieso immer nur dieselben Rollen und tut einfach körperlich weh. Und er hatte eine der pietätlosesten Szenen überhaupt. Das ist da ist eine Verfolgungsjagd, die über einen Friedhof geht und dass sie da die ganzen Grabsteine platt mähen oder so und über die Gräber fahren. Finde ich schon derbe, aber dann rammen die bei einer Beerdigung den Sarg. Der Sarg schlittert durch die Gegend, landet in der Grube und der Fahrer freut sich, ja, versenkt. Das ist etwas, was ich nicht haben kann, wenn sich quasi Filmfiguren so über ihre Umgebung erheben. Wir sind hier die Helden, wir können machen, was wir wollen, wir sind besser als alle und so weiter. Das ist grausig. Und ja, damit sind wir jetzt im Hier und Jetzt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nach diesem Video noch einen Film schaue, ob das sich morgen mit Uli ergibt. Also, wir haben jetzt hier noch ein paar Titel rumfliegen, die wir auch letzten Monat schon rumfliegen hatten.
Und keine Ahnung, ich weiß es jetzt gerade wirklich nicht. Und am Montag gibt es dann noch die Sneak Preview, wo ich auch aktuell keinerlei Ahnung habe, was läuft. Ja, und in die nächste Woche geschaut. Für Mittwochabend ist The Mac 2 angedacht. Hoffen wir mal, das klappt. Und ja, und da endet es auch schon. Also der Monat sowieso und auch alles andere. Wenn ich jetzt über Persönliches reden kann, soll, ja. Ich kann jetzt ganz viel erzählen oder ganz wenig, was soll's. Ich hatte jetzt 2 Wochen Urlaub. Hat nicht so gut geklappt. Hat nicht so gut geklappt. War zu Beginn des Urlaubs wurde Uli krank. So, und ich bin ja Hypochonder an der Stelle und habe dann Angst, auch was wegzukriegen. Spoiler, ich bin die ganze Zeit gesund geblieben, das Kind auch. Aber trotzdem, es war halt belastend, weil ich halt Sorge hatte, dass ich jetzt irgendwie vor der PV von Barbie und vor der PV von Oppenheimer krank werde. Und wir hatten in der Zeit ja auch noch eine großartige Sache, nämlich einen Filmfressen-Dreh. Wir haben wieder 2 Quizfolgen gedreht und diesmal war niemand anders als Alper Tofan, unser Gast. Und hätte ich das krankheitsbedingt irgendwie absagen müssen, ja. Ah, wäre furchtbar gewesen. Genauso hatte ich in der Zeit ja wieder ein Interview, nämlich mit Norbert, beziehungsweise Kinobi. Der war mit bei der Oppenheimer PV, ist danach mit hingekommen und dann haben wir das Gespräch gemacht über Religion und Film. Das findet ihr auch auf dem Kanal und das war für mich auch ein, ich sag mal, gesetztes Highlight. Ja, und jetzt in die Zukunft geschaut. Ich stehe weiter in Kontakt mit Leuten, mit denen Interviews angedacht sind. Eine persönliche Begegnung gab es da jetzt und das geplante Interview ist erstmal in den September verschoben und eins ist theoretisch für die kommende Woche angesetzt. Ob das hinhaut, weiß ich nicht, das wird sich zeigen. Ja, wie gesagt, ich hatte jetzt 2 Wochen Urlaub und leider hatten wir jetzt in der 2. Woche extrem beschönendes Wetter, so dass wir die ganze Zeit nur in der Bude gehangen haben, aber hier rumsitzen, Hörspiele hören, Paw Patrol, meine Freundin Conny etc. und dabei puzzeln oder. Wir haben jetzt hier ein neues Spiel, das die Kleine wahnsinnig gerne spielt, Ubongo. Man sitzt hier und wird wahnsinnig. Und ich glaube, wenn ich dann wieder im Büro bin, sehne ich mich danach, weil meine Frau und meine Tochter jetzt auch noch 1 Woche hier zu zweit sind und ich bin in der Zeit wieder arbeiten. Ist halt so. Ansonsten durchwachsen alles. Also meine mentale Verfassung war schon mal besser, war schon mal schlechter. Ich hoffe jetzt einfach, dass der Stress, wenn ich wieder ins Büro gehe, mich nicht wieder komplett aus den Latschen haut. Der Fuß, also das war jetzt machbar. Weil ganz liebe Menschen mir Fahrdienste angeboten haben. Dadurch kam ich dann zu entsprechenden Veranstaltungen. Und ja, ansonsten, ich war schon mal schlimmer dran. Vielleicht ist es jetzt auch eine Momentaufnahme und heute Nacht habe ich wieder einen depressiven Zusammenbruch. Aber ich sag mal so, wenn keine Neuigkeiten gute Neuigkeiten sind, geht es mir erstklassig und so sieht es im Moment aus. Ich hoffe mal, dass die Gesundheit erhalten bleibt, dass jetzt hier die weiteren Pläne klappen. Und das war es auch schon für diesen Monat. Diesmal harmlos knapper. Ich meine, am Anfang war Boxt immer so 13, 14 Minuten lang. In den letzten Male ging es über 20. Das heißt, wir bleiben heute mal deutlich unter der 20. Dann schaue ich mal, ob ich jetzt hier noch irgendeinen schönen Film finde, den ich mir jetzt noch einverleibe, sodass dieses Video schon beim Erscheinen nicht mehr aktuell ist. Lasst es euch gut gehen. Macht was Schönes, guckt einen guten Film, geht ins Kino. Genießt den Sommer, sofern ihr was davon habt. Weil, das kann ich noch erzählen. Ich habe einen Jahrhundertsturm verpasst. Wir waren letzten Montag hier in einem angrenzenden Einkaufscenter und in der Zeit ist hier eine Windhose durch den Ort gegangen. Und könnt ihr mal gucken, Sturmfrechen, was war es? Das Datum vergessen. Aber was müsste der 24. gewesen sein? Da seht ihr ein paar echt schicke Bilder. Und wir waren quasi, das war hier bei uns im Ort, auch hier teilweise bei mir in der Straße. Und wir waren zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Ich habe nichts davon mitbekommen, kam nur zurück und fand dann hier den Unrat vor. Naja, aber da jammer ich, glaube ich, auf hohem Niveau. Ich habe ein zermatschtes Auto gesehen und ich glaube, dem armen Kerl war der Tag deutlich eher verdorben. Zu viel Gelaber und all das ging schon mal besser. Ganz liebe Grüße an einige wenige und ja, generell euch alle. Rohrst Filmkritiken. Ich hätte mir vor, dich jetzt immer in Box zu erwähnen, weil ich weiß, dass du es dir anschaust. Liebe Grüße an euch alle. Macht's gut und bis dann. Ciao.